Ja, liebe Studierende, mitmachen jetzt. Heute will ich Ihnen noch ein paar Tipps geben zur Online-Kommunikation. Und damit Sie sehen, was ich da mache, nutze ich einen Dienst, der heißt Screener. Und also die Adresse sehen Sie da, Screener oben. Und die ermöglicht Ihnen, Teile von Ihrem Desktop mitzuschneiden als Film und anderen Mitgliedern im Studierende mitmachen jetzt in der Veranstaltung zu zeigen. So, und das ist ja nämlich toll, weil ich will Ihnen ein paar Sachen zeigen und ich hoffe, dass Sie das dann nutzen und ausprobieren und vielleicht auch ein paar Ideen haben, wie man das diese Kommunikationstools nutzen kann fürs Studium und uns das dann vielleicht wiederum zeigen. Okay, ich nehme hier auf und ich möchte Ihnen jetzt erstmal gleich was zum Thema zum Thema Mail zeigen. Ich habe jetzt hier einen Mail-Account angelegt bei yahoo.de und ich sehe hier, ich kriege eine Mail von Christian Fuchs und auch Chemie. Und die Idee, die ich Ihnen nur kurz vermitteln wollte zum Thema Mail, ist, dass Sie mit Ordnern arbeiten sollten und mit Filtern. Was ist ein Ordner? Sie sehen hier links Ordner. Man kann E-Mails ordnen und ich habe jetzt hier einen neuen angelegt und sagt Chemie. Rechts sehen Sie übrigens, warum das ätzend ist, mit so einem Webmail-Client zu arbeiten, der frei ist. Dauernd hat man irgendwelche Werbung. So, jetzt habe ich hier einen Ordner angelegt. Der ist natürlich nochmal, der ist leer. Da haben wir bisher nichts drin. Und jetzt können wir so eine Mail von dem Christian Fuchs hier uns hineintun in unseren Chemie-Ordner. So, dann sind die gleich wieder verschwunden und mein Posteingang ist leer. Insofern habe ich den wieder ordentlich abgearbeitet. Eine Anmerkung nochmal zum Thema Mail. Ich würde es Ihnen tatsächlich eigentlich nicht empfehlen, den ganzen Tag Ihre E-Mail-Dienst anzuhaben, weil es einfach zu sehr ablenkt und manchmal macht man einfach Dinge beim Lernen, wo man sich nur sehr gerne ablenken lässt. Und dazu gehört E-Mail, weil man immer denkt, alles ist besser als das, was ich jetzt mache. Und dann schaut man da in den E-Mail-Account rein und dann plötzlich kommt irgendeine Anfrage und dann arbeitet man daran und das ist keine gute Idee. Also insofern würde ich Ihnen empfehlen, Ihren E-Mail-Client, Ihre E-Mails 2 bis maximal 3 Mal am Tag abzurufen. Und auch beim Mail-Lesen muss man sagen, alle Mails, die Sie innerhalb von 2 Minuten beantworten können, die sollten Sie tatsächlich dann auch beantworten. Alle Sachen, die länger dauern, da sollten Sie die tatsächlich dann in Ordner verschieben, die entweder so thematisch geordnet sind oder Sie können sich natürlich auch noch einen Ordner machen, der heißt dann Erledigen Prio 1 und noch einen Ordner Erledigen Prio 2. Das reicht meistens schon, um dann das zu machen, wenn Sie dann wirklich dafür Zeit haben. Und wie gesagt, E-Mail-Ordner eigentlich nie öffnen, wenn Sie nicht wissen, dass Sie mindestens eine Viertelstunde Zeit haben dafür. Und deswegen sollten Sie ihn seltener öffnen. So, jetzt haben wir hier unsere tollen Chemie-Nachrichten und wir haben unsere Mathe-Nachrichten und das ist natürlich ein bisschen alles aufwendig, das immer dort per Hand hinzutun. Und dafür gibt es dann auch Filter. Jetzt lassen wir uns schnell nochmal von dem Christian Fuchs an unseren Kollegen eine Mail schreiben. Und wir haben gesagt, immer wenn ich was zu Chemie schreibe, schreibe ich in den Betreff Chemie. Das hat man verabredet. Chemie, noch mehr tolle Links für dich. So, und natürlich hätte man dann normalerweise hier noch ein wenig Text. Das senden wir mal. Und leider dauert die Kommunikation zwischen Yahoo und GMX scheinbar noch ein bisschen lange, aber das nutzen wir jetzt, weil wir im Posteingang einen Filter anlegen und irgendwo finden Sie das immer in Ihren Mail-Einstellungen, Filtern. Sie suchen irgendwo Filter, Mail so filtern. Okay, wir müssen erstmal eine Mail uns nehmen. Also wir sagen zum Beispiel, wir haben schon mal so eine tolle